Hey Leute, das Zimmer, neues LP. Nintendo. Mario Kart DS. Ja, bald kommt Mario Kart 8 am 30. Mai 2014 raus. Und dafür spielen wir alle Mario Karts ab Mario Kart DS, also die Mario Karts, die ich kenne. Weil bei mir hat das ganze Gaming eigentlich mit dem DS angefangen und Mario Kart DS war eigentlich auch eines der ersten Spiele, die ich bekommen habe. Und was soll ich sagen, ich habe es geliebt. In der Volksschule, da war dieser Mario Kart oder Mario Kart DS Boom generell, ganze Zeit, jede Pause Mario Kart DS. Ich sollte eigentlich noch was können in dem Spielen. Wir spielen den Grand Prix 150 und 150 Spiegel, weil 50 und 100 ist das gleiche wie 150, nur leichter. Wir spielen alle Charaktere: Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Toad, DK, Wario, Bowser, Daisy, Knochentrocken, Waluigi und Rope. Und die konnte man ja alle freischalten über das Spiel. Aber ich will halt nicht meine Originaldatei nur löschen wegen dem LP. Das ist, glaube ich, verständlich. Deswegen fangen wir jetzt an. Ich muss eh einiges verbessern, weil, wie gesagt, in der Volksschule gespielt und ihr seht schon, die Plätze sind nicht so, wie man sie gerne hätte. Gut, genug der Dinge, lasst uns anfangen. Ich möchte wieder das nostalgische Feeling haben von damals. Mario Kart Test. Los geht's mit dem Pilzcup. Und der fängt an mit der Achterpiste. Ist nichts, wie soll man sagen, weltbewegendes. Der Pilzcup ist ja auch generell nur so ein zur Einführung einmal, würde ich jetzt mal sagen. Und Mario Kart DS hat ja auch einiges revolutioniert. Es gab das Snaken, ihr seht es schon. Naja, Snaken ist es nicht. Aber man kann in den Kurven driften. Wurde aber leider schlecht ausgenutzt und wurde dann von einigen zum Snaken verwendet. Das heißt, man konnte es in Geraden auch einsetzen. Tue ich aber nicht. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen unfair. Deswegen benutzen wir es nicht. Ja, ich erkläre auch die Items. Es gab neue, wie den Kugelwilli, es gab den Geist, den ihr vorgesehen habt. Da wird man kurz eigentlich unverwundbar und kann, und der Geist versucht, ein Item zu klauen. Banane kennen wir, ist nichts Neues. Ja, habt ihr gerade gesehen, wenn man reinfährt. Rote, auch nichts Neues. Alter! Und ihr seht natürlich, Itemglück und Pech gehört alles zusammen. Alter! Und natürlich, was man auch sagen muss, Leute mit mehr Gewicht am Auto können einen schnell von der Bahn bringen. Und irgendwie sind wir ganz schön schlecht in der Platzierung gerade. Alter! Also jetzt läuft es wirklich ganz schlecht. Wir brauchen jetzt mal ein Item, komm. Oh, das könnte viel noch machen. Ja. Oh, schön. Okay, also ihr seht schon, dass dieses Spiel sehr von den, wie soll man sagen, von den Items lebt und man kann stark, ich möchte wirklich stark sagen, betrogen werden. Vom Spiel, allein schon von der Bewertung her, ist es sehr hart, wenn man Sternrang will. Und überhaupt 3 Sterne ist schon fast unmöglich immer gewesen. Es gibt natürlich Süchtler, die das geschafft haben. Ist jetzt auch mit genug Sucht, schafft man das auch sicher. Aber sagen wir mal, für das habe ich mich noch nie motivieren können. Aber wie gesagt, es kann natürlich sein, dass man durch eigenes Verfehlen das nicht schafft. Aber sehr oft will ich jetzt mal behaupten, liegt es bei Mario Kart daran, dass man einfach von den Items geownt wird. Nichts dafür kann. Jetzt hatten wir ein bisschen Glück. Die Grünen haben wir gut genutzt. Man kann auch hinter den Gegnern fahren und Windschatten bekommen. Das ist auch etwas Neues in diesem Spiel gewesen. Jetzt sieht es ganz gut aus für den ersten Platz und da. Ach, Bowser.
warum kriege ich als Zweiter so etwas? Ich möchte das jetzt gern mal wissen. Naja, der Erste wird's nicht mehr. Oh nein, nein, der wird's nicht mehr. Aber Zweiter, immerhin, die Tendenz geht nach oben. Ich muss mich natürlich erst wieder einspielen, weil es ist doch schon ein bisschen her, dass ich zum letzten Mal Mario Kart DS gespielt habe. Ich glaube, wir haben... Ja, doch, im... Moment. Nicht, dass ich was Falsches sage. Doch, im September haben wir Mario Kart DS auf einer Schulreise gespielt. Ich weiß nicht, das ist generell so der Hit irgendwie, dass sich Leute mit dem DS treffen und dann wird gezockt. Immer noch, jetzt immer noch. Und das finde... Oh, damn. Das finde ich natürlich richtig geil, dass das immer noch da ist. Also wenn mich jemand fragen würde, dieses Spiel ist eines der Spiele, die sich wirklich ausgezahlt haben bei mir. Weil das spiele ich jetzt noch. Oh, damn, was ist denn jetzt los? Das Witzige ist, bei den Rampen versuche ich immer einen Stunt zu machen, weil ich von Mario Kart 7 gewohnt bin. Oh, damn, jetzt läuft es ja richtig gut, ich sehe es schon. Ja, jetzt läuft es ja richtig episch. Ja, das Handling vom Boliden, das ist auch nicht das Auto, was ich gerne benutze. Meist fahre ich immer mit Yoshi, das Yoshi-Ei. Ich weiß nicht, das hat mir damals sehr zugesagt. Kann ich euch aber auch nicht erklären, wieso. Es war einfach so. Alter, Waluigi. Tschüss. Ja, es fährt sich nicht so nett. Ich halte nämlich mehr von gutem Handling. Ich weiß ja nicht. Ach, und ich wollte jetzt gerade DK auslachen. Ja. Der Blooper bringt sich nur bei den CPUs, weil die fahren dann so komische Schlangenlinien. Also da kann man relativ gut einholen. Ah, wir holen aber auf. Wir holen auf, sind jetzt Dritter. Es könnte noch zu einer guten Platzierung kommen. Ja, da vorne ist sogar der Erste. Das können wir schaffen. Item haben wir gut mitgenommen. Bisschen mehr Kurve Speed holen. Ja, Pilz gut genutzt. Ja. Ich habe schon gedacht, jetzt fahre ich rein. Und jetzt kann man eigentlich, auch wenn es noobhaft ist, einfach das hier als Schutz benutzen und hoffen, dass keine Rote irgendwie unfairerweise durchkommt. Ja, das sieht gut aus. Jetzt sind wir ein bisschen böse. Zack, zack, zack. Was? Geht doch. Erster Platz. Tendenz steigend und da will ich jetzt ehrlich gesagt bleiben. Ja, passt doch. Jetzt müssen wir nur noch am Bowser vorbei, weil der ist irgendwie vor uns noch immer. Also der scheint ganz schön gut zu fahren. Also wir müssen gucken, dass Bowser Dritter wird, glaube ich sogar, oder? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich gar nicht wahr. Wir müssen eigentlich nur Erster werden, weil wenn zwei gleich die gleiche Punktzahl haben, dann gewinnt der menschliche Spieler. So. Ja, Luigi's Mansion, das ist natürlich... Finde ich eine geile Strecke. Hier, jetzt habt ihr mal den Boost gesehen. Ah, war jetzt nicht so gut. Oh, das war schlecht. Ja, war nicht so gut. DK. Er nimmt natürlich wieder beide Items mit. Ja, das ist auch etwas, das mich aufregt, dass die Bomben und wie nennt sie sich denn? Der blaue Panzer. Dass sie, einen sehr großen Radius haben und lange anhalten, um Schaden zu machen. Habt ihr gerade gesehen, die Bombe ist schon vorher explodiert und hat trotzdem noch gewirkt. Da habt ihr mal den Kugelwilli. Der halt wirklich der Boost ist, um auf einen besseren Platz zu kommen. So, ja, das kann natürlich jetzt nicht gleich bleiben mit der Platzierung. Erster muss schon sein. Oh Gott! Alter! Was ist denn jetzt los? Ja klar, jetzt kommen 70 Kugel Willis entgegen. Ja, und dieses Handling ist auch so toll. Oh, jetzt geht's wieder los. Ja, jetzt betrügen mich die Items langsam wieder. Jetzt kommt das, was ich so an Mario Kart liebe. Oh, Bowser ist Zweiter gewesen. Ja gut, jetzt sind wir schon mal Zweiter, es läuft. Und Bowser ist Vierter, das ist gut. Das ist sogar sehr gut.
Und wir sind Erster und das sollte jetzt so bleiben und dann ist es... Oh, Bowser ist Siebter. Naja, dann sieht es doch perfekt aus eigentlich, wenn wir jetzt Erster bleiben. Vorausgesetzt natürlich, wir bleiben Erster. Außer wir werden natürlich von einem blauen Panzer betrogen, was sagen wir mal in diesem... Ah, oh Gott. Ja, sehr gut. Die Banane gerade noch. Als Schutz. Ja, okay, also die, ihr seht schon, die Computer sind bei den Bananen ein wenig dumm und fahren immer rein. Meistens halt. Shit, ja, jetzt ist es natürlich... Ja, Glück gehabt. Er fährt gegen den... Hä, ist vorn? Nee. No, dude. I will be number one. Okay. Ja, perfekt. Bowser ist Dritter sogar geworden. Dann haben wir es von den Punkten her doch noch geschafft. Ja. Ist doch ganz gut gewesen. Dritter, Zweiter und dann immer Erster. Das passt. Jetzt wäre es halt gut, immer schön den ersten Platz zu halten. Wird aber, glaube ich, kein Sternenrang mehr. Nicht in diesem Spiel. Wird wieder A, schätze ich mal. Aber wie gesagt, das war in Klammer, ein Spiel-Cup. Um sich zu gewöhnen. Wir werden auch jeden Part ein Cup machen, würde ich sagen. Das passt ganz gut. Von der Länge auch, ja, ja. Wie bitte? Da habt ihr's mal. Alter, C? What the f... Okay. Keine Ahnung, wie's... Ja, Leute. Bis zum nächsten Teil. Ja. Ciao. Oh, das wird abgehen, das sehe ich jetzt schon. Unnötiger Hit. Oh Gott, ich sehe schon, das wird so ein Kampf wie der mit dem Joker. Mit dem Joker, das ist grauenvoll.